Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Bergischland. Wann weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, weil, auf jeden Fall eine weitere Folge. Seid gegrüßt. So, da vorne fährt eine Seemaschine. Mit einem Vario dazwischen. Und ich sehe ein, oben sieht man es schon. Jo, ich hab gedacht, komm, machen wir hier ein Grasfeld raus. Die 48, ne? So riesengroß ist sie nicht. Und, jo, Gras brauchen wir sowieso ohne Ende. Warum nicht? Okay. Gehört uns schon, müssen wir nichts kaufen. Und, so ist es. Kontostand oben nicht verwirren lassen. Wir haben ja das letzte Mal, Raps verkauft. Und um 12 Uhr kam wieder ein bisschen Geld von der, vom Heizkraftwerk dazu. Ne? Also, mit dem können wir jetzt warten, bis wir düngen dürfen. Feld 53 ist es weiter mal gedüngt. Wer hätte es gedacht? Ich. Gell? Oh, ich muss noch ein paar Thumbnails machen, fällt mir gerade ein. Das tun wir doch schnell mal zusammen. Wir müssen eh abwarten. So, das heißt, ich muss jetzt wieder aufpassen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das brauchen wir. So, zack. Bam, boom, bam. Ja, genau. So, richtig. Haben wir hier auch noch eins davon. Ne? Weil wir haben ja in letzter Zeit ein bisschen was eingesät. Zack. Ja, normalerweise macht man sowas ja während der Folge, die man aufnimmt, aber da habe ich es verlassen. Vergessen. Na hier, die Hydraulik hört man die ganze Zeit arbeite. Komisch, ne? Etwas seltsam. So, dann können wir mit dem anderen eins machen. Monstermäßig. Zack. So, da haben wir doch genug. Zwei, doi, 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 doi. So. Wenn wir in den Teil einsteigen, sind wir schon. Ich habe den runtergeschickt mit Stroh. Stroh haben wir noch im Lager gehabt. Also wenn ich einen CP-Kurs einfahre, dann bin ich mal gespannt, weil, dann denke ich mir mal, das wird nicht ganz so einfach sein, hier durchzufahren und dann auch das Tor zu treffen. Das Schöne an der Presse hier ist, also Melasse und Wasser reicht hier sehr, sehr lange. Das ist gut. Das ist gut. Ich könnte da mal was gucken. Moment, das gucken wir gerade mal gemeinsam. Ein bisschen Zeit ist ja momentan. Die anderen sind ja am Schaffen. Weil da ist ja irgendwo. Hier ist ja der letzte Punkt für Feld 138, richtig? Richtig. So, ich häng mal. Moment, jetzt bin ich falsch gefahren. Jetzt bin ich ein bisschen falsch gefahren. Boing. Anhänger lasse ich mal hier stehen. So. So, das gucken wir mal. Moment. Bam. Seht ihr? Da ist ein Punkt. Das könnte jetzt, muss es nicht unbedingt funktionieren. Ich will gern von dem Punkt hier aus dann beginnen. Ich habe noch keine Ahnung, also das habe ich mich schon noch nicht beschäftigt. Ich habe das damals schon vom Sascha gesagt gekriegt, man kann die Kurse auch vorwärts und rückwärts fahren, deswegen sind die auch blau. Also die funktionieren in beide Richtungen, das habe ich noch nicht gecheckt. Erstmal sorry dafür, aber von hier aus würde ich jetzt gerne was aufnehmen. Das ist nämlich jetzt grün. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ziemlich so gerade durchfahren, dass auch der Hänger nachher mit durchkommt. So, dann hier nah vorbei,
In der Hoffnung, dass er hier entdeckt, dass hier ein Abladetrigger irgendwo ist. Moment, falscher Fehler. Falscher Fehler. Kacke. Wo muss ich das hier? Ja, hier könnte ich eigentlich... Ah. Machen wir mal rückwärts. Moment. Wie war das jetzt mit dem... Da muss man, glaube ich, Steuerung und Alt-Kreislauf tun. Moment, das hier lösche. Da war da mal was, ne? Was ist das hier? Alt zum Löschen. Ah, nur alt, okay. So war es nämlich, genau. So, und dann fangen wir hier wieder an. Ne, okay, Moment, 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 Moment. So, fangen wir hier wieder an. Ja, ist ein bisschen, ja, ne? Nach Offline-Alken, ich weiß. Aber für euch ist das ganz amüsant für manche. Also ich wieder fabriziere. So, dann fahren wir hier vorbei und hier würde ich sagen, machen wir den Punkt Pelletspresse. Und dann fahren wir hier weiter. Schönen Punkt Pelletspresse beladen oder so, ne? Nee, entladen. Nee, beladen, so. Mach mal durch. Laden, laden. So, zack. So, dann müssten wir wieder zurück an die blauen Punkte fahren und dann sollte das eigentlich, wenn man hier durchkommt, funktionieren. Und wir hoffen, dass wir dann jetzt an den richtigen Punkt kommen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war nix. Das war nix, du. Gefahr! Boah, ich hab's gewusst. Aber man kann doch jetzt, warte mal, ich kann jetzt hier. Von hier nach da. Und von, genau, das ist okay so, der kommt von da, da fehlt mir hier weg, das habe ich jetzt nicht, so, nochmal hier haben wir was und nach da, so, das war vorher auch so, jetzt machen wir halt noch den, von hier nach da, so, genau, sollte eigentlich so, nein, Quatsch, so funktionieren. Ich hole mir jetzt mal einen Hänger wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir von da draußen irgendwo an die Pelletspresse rankommen oder nicht. Wir müssen aufpassen, da steht ein Baumstumpf. Muss ich manuell kurz im Wald wenden. Das ist gar kein Wald, das ist ja ein Acker. Sieht ja keiner. Schnell, schnell. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir von hier aus zur Pelletspresse fahren können. Das sind ja selbst angelegte, die müssen da oben bei Standard sein. Genau.
So, ich mache jetzt nichts, ne? Steig mal aus. Lauf mal schnell davor. Aber jetzt hier ohne groß anzuecken reinfährt, das wäre nämlich genial. So. Da vorne fährt er ein bisschen langsam, jetzt macht der aber nichts. Immer schön vorsichtig. Okay, der Warrior ist auch fertig, das ist wunderbar. Da können wir das Gras gleich düngen. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist mir in dem Fall ziemlich Wurst. Hauptsache er findet den Kurs und er fährt auch ohne irgendwo anzueckeln. Na, jetzt mach mal hin, ne? Hopp. So, jetzt fährt er hier rein. Ja, Bullo. Also reinfahren kann er schon mal, ohne dass er hängen bleibt. Das wird wohl nicht reichen zum Entladen. Da ist er nicht weit genug vorgefahren. Das macht aber gar nichts. Das kann man ja dann selbst machen. So, dann fährst du jetzt bitte mal zur Pelletpresse laden. Aber das wird auch nicht ausreichen. Da müssen wir auch immer ein bisschen nachhelfen. Naja, das reicht nicht. Das macht nichts. Nicht was gelernt, ne? Den fahren wir nicht gleich weg, da müssen wir noch warten, bis er voll ist. Aber es hat funktioniert, der kann auf jeden Fall, fahren wir dann das nächste Mal bis zur Presse durch. So, hier, Kollege ist fertig, das ist doch cool. Wir haben ein neues Grasfeld, das freut mich ehrlich, ganz ehrlich. Entlassen vielleicht vorher. So, 74%, das müsste eigentlich passen, dass wir die 46 jetzt mit Luzerne beglücken. So, müsste eigentlich so sein, dass wir, also ich hoffe, dass es so ist, dass wir die Luzerne auch dann häckseln müssen. Luzerne Silage. Guckst du? Klee-Silage oder Luzerne-Silage? Genau. Das tun wir jetzt. Roggen, Tritikale, Dinkel. Und nicht, ah, Luzerne, da haben wir es doch. Luzernchen. 46 ist es. Je nachdem, wie das Lenkrad stehen hast, so zuckt das immer da rum hier. So. Da ist der Kollege Schnürschuh. So, dann düngen wir nochmal schnell hier auf Dingens. Ja. Ich glaube, es waren, ne, 63, glaube ich. Mal schauen. Ja. Cool. Schon passt es. Wunderbar. Es wird akzeptiert. Wir düngen Gras. Wenn noch was übrig ist, düngen wir auch das Feld 51, also die Wiese 51. Ist auch erst einmal oder ist auch generell nur einmal gedüngt. Doch, das fand ich tatsächlich, bin ich stolz auf mich, dass ich die Idee hatte. Komm, gib Gummi.
jeden Fall in nächster Zeit genug Gras bzw. Heu. Wunderbar. Und zur Not können wir dann auch mal Gras-Silage machen. Lalalala. Da drüben fährt der andere Helfer, der Verkehr, die Sonne scheint. Ein Heißluftballon. Irgendwo fliegt abends ein Flugzeug vorbei. Ein schöner Tag. Und schon bist du wilde. Eigentlich denke ich, müsste Dienstag sein heute. Ja, es ist wohl Dienstag heute. Ich freue mich so dermaßen dran. Yeah. Also wenn Sie unsere Strohballen da hinten lagern sehen, ne, dann weiß ich, die Zukunft ist safe. Zumindest mal die Strohzukunft. Die ist gesichert. Das ist sicher. Aber gerade gedacht, es könnte passieren, dass ich vielleicht auch mal ein Feld zusammenlege, weil oben neben unserem neu erworbenen 53er ist das Feld 54. Und da ist keine, ja, kein Hindernis dazwischen. Und dann könnten wir die eigentlich zusammenlegen. Ne? Und ich freue mich auch drauf, wir haben jetzt 137.000 Euro. Unten an der Strohpresse wartet unser Abfahrer für die BGA. Aber übrigens habe ich an der BGA doch wieder eine Rampe platziert, weil ich einfach schlicht und ergreifend von der Tür aus relativ bequem bin. Und ich mir denke, wenn ich die Rampe hochfahre, kann ich es direkt reinkippen, dann brauche ich den Radlader nicht. Natürlich habe ich den Radlader an der BGA noch, weil man kann nicht wissen, vielleicht brauchen wir die BGA da unten auch noch mal für Mais-Silage. Ne? Wenn so eine Aktion reißt irgendwann mal. Man kann nie wissen. Achso, wo fahr ich denn hin? Den brauchen wir gleich wieder. Für das Feld 46. Und was kann man wieder hinfahren? Was auch mal cool wäre, wenn man ein bisschen was im Lager hätte, ne? Was brauchst du eigentlich im Hoflager, wenn du das meiste in der gleich zu Geld machst? Das ist ja blöd. So, was haben wir noch für Schätzchen? Müssen wir die Tiere säubern? Nein, nein, nein. Übrigens, die Hühner haben sich gemeldet, ne? Ja. Die haben mir WhatsApp geschrieben, dass ich doch bitte mal die Eier wegpacke. Weil das Regal voll stand. Ne? Jetzt haben wir hier drei Eierkartons, a 150 Liter. Was ich jetzt mal probieren möchte, das können wir noch schnell machen. Wir fahren jetzt mit dem Fendt. Wir lassen den Fendt jetzt mal runterfahren zum Fahrzeughändler. Ich hätte nämlich gerne, und jetzt ist die Kunst zu wissen, wo das ist. Ne? Da ist sie, ich drehe am Rad. Details. Kaufen. Die holen wir uns, die stelle ich mal neben den Hühnerstall, in der Hoffnung, dass die Paletten, die Eierpäckchen hier direkt rein spawnen. Dafür ist das Ding eigentlich gedacht. Oh, ja genau. Pedal verwechselt. Was ich auch machen könnte,
weil es nicht ganz so teuer ist, schwebt man am Fahrzeug hinten einen Stapler. Obwohl, wenn da wieder ein Stapler passiert, ist es dann genau das gleiche wie der Radlader an der BGA. Der wird jedes Mal mit reingenommen, wenn ich die Fahrzeuge durch tabularisiere. Ja, blöd, ne? Könnten wir dann weiterhin mit der Hand das aufladen. Es sei denn, es stört euch. Also ihr habt da auch noch nicht geschrieben Kommentare, ne? Also ich krieg da abends einen Daumen nach oben, abends auch mal einen Daumen nach unten, aber jetzt so geschrieben von wegen, kauft dir gefälligst einen Stapler für die Paletten und machst dann mit der Superbauerkraft da. Ich hab nichts gelesen. Also da gehe ich von aus, dass ihr nichts dagegen habt, dass ich so mache. Einfach mal davon aus. So, das ist dann heute auch die letzte Aufnahme für mich hier. Ich möchte jetzt nicht so viel vorproduzieren, weil dann ist das ja noch schlimmer, der Versatz zwischen Erscheinen und Aufnahme. Und wenn ihr dann etwas kommentiert oder Tipps für mich habt, dann kann ich die immer erst ein, zwei Tage zeitverzögert mit reinbauen. Da vorne ist das Schützelein. Da haben wir auch noch einen Rest von dem Pflanzenschutzmittel, ne? Kann man eigentlich die Klappe öffnen vorne? Das wäre nicht, das wäre geschickt jetzt, ne? Nö. Sehe ich jetzt nichts. X? Ne. Dann müssen wir es so drüber schmeißen. Tut mir leid. Die ist ja leer. Jetzt sehe ich natürlich noch einen Nicker vorne raus. Egal. Die drei Eierkartons, die wir schon haben, spawnen jetzt nicht mehr da rein. Das funktioniert nicht. Das geht dann automatisch. Also es sollte eigentlich. Ne? Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich es in den Stall reinstellen muss, die Palette hier, oder ob ich das reicht, wenn ich sie ganz eng an den Stall reinstelle. Wir werden es sehen. Spätestens, wenn wir die nächste Nacht überspringen oder überspulen, müsste ja schon wieder was passiert sein. Mit der Eierproduktion. Oh ja, oh, guck mal da, Tieflieger! Ui! Jawohl. Verteilt euch. Ups. Versucht mal in der Spur zu bleiben. Oh, guck mal da. Das ist ja schon ein bisschen rausgewachsen. Ja. Das heißt also für mich, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir den Pflanzenschutz nicht vernachlässigen. It's impossible, Mr. Marvin. Kenny, du siehst wieder mal, das Ding ist mehr als praktisch. Ja, da kann man Paletten fahren, ohne dass man so festgurten muss. Gut, ging jetzt auch nicht, aber egal. Darum geht's jetzt nicht. So, was hebe ich jetzt an, ne? Hebe ich jetzt den Traktor an oder die Palette? Den Traktor, dachte ich mir. Jawohl, Hühners, ihr habt jetzt eine Palette. Da könnt ihr jetzt eure Eier reinwerfen, reindrücken, reinballen. Wie gesagt, ich mache es jetzt mal hier ganz nah an die eigentliche Eierherstellungsdingens da. Mal abwarten, ne? Gut, liebe Leute, Leutinnen und Leute, das war's von, also im Moment,
weiß, welche Uhrzeit und so. Ne? Das weiß für den Moment, war es für den Moment von der Bergisch Land, von mir hier, vom LS19, vom Fendt 250 GT. Genau, das nächste Mal werden wir uns sehen, da ist wahrscheinlich auch unser letztes Feld eingesät und gedüngt und whatever. Ne? Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, wie wir jetzt morgens oder mittags kommen, aber ich wünsche euch auf jeden Fall immer einen schönen Tag. Ja, bleibt fit, gesund, bleibt aufmerksam und bleibt vorbereitet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.